Die Tiroler Landesregierung hätte aus dem Ischgl-Bericht bereits erste Schlüsse gezogen. Andere Bundesländer könnten von diesem Vorgehen etwas lernen, betont Gabriela Schwarz. Sie ist die Gesundheitssprecherin im ÖVP-Parlamentsclub. Jetzt am Wort ist SPÖ-Clubobfrau Pamela Rendi-Wagner. Das hat im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Ich glaube, es wissen alle, wo das zu hören war gestern, Ö1 Mittagsjournal. Das waren die Worte unseres Bundeskanzlers zum Thema Ischgl. Der Bericht der unabhängigen Expertenkommission aus Tirol gibt ein ganz anderes Bild und kommt da zu einem gänzlich anderen Schluss. Blicken wir zurück, einiges wurde dazu schon gesagt. Am 4. März informieren die isländischen Behörden mittels des europäischen Frühwarnsystems, das EWRS, das Land Tirol und die Bundesregierung, es ist das Bundesministerium für Gesundheit, über Urlauber, die sich in Ischgl mit Corona angesteckt haben. Das sind Warnungen. Warnungen internationaler Natur, die offenbar von den Behörden, sowohl von den Tiroler Behörden als auch von den Gesundheitsbehörden im Bund nicht wirklich ernst genommen wurden. Sie wurden in Folge sogar in den Tagen heruntergespielt. Es folgen Tage, wo immer mehr Warnungen aus Europa eingehen, aus immer mehr Ländern. Die Zahl der Infizierten in Europa steigt. Trotzdem passiert nichts. Tagelang passiert nichts. 8 Tage passiert nichts. Die Lokale, die Seilbahnen, die Pisten, alle weiter voll mit Tausenden, ja Zehntausenden internationalen Urlaubern. Die Bundesregierung wird nicht tätig und das Land Tirol wird nicht so tätig, wie man es erwarten würde. Aber alles hat im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert, sagt Sebastian Kurz. Sehr geehrte Damen und Herren, dieses Nichthandeln, diese Zögerlichkeit, diese Unentschlossenheit hatte, und das wissen wir heute spätestens nach diesem Bericht, hatte dramatische Folgen. Von Ischgl aus verbreitete sich das Virus in ganz Europa. Tausende, laut Medienberichten, über 11.000 Corona-Infizierte gingen alleine von Tirol aus. Schwere Corona-Erkrankungen zum Teil dabei, auch Todesfälle, die auf Ischgl zurückzuführen sind. Aber alles hat im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert, so unser Bundeskanzler. Nicht abgestimmt, nicht vorbereitet und wie wir wissen auch nicht zuständig, kündigt Sebastian Kurz am 13. März damals in einer seiner Pressekonferenzen eine Quarantäne für Paznauntal und St. Anton an. Ja, wir haben gehört, was das zur Folge hatte. Es löste genau das aus, was passiert, wenn man nicht abgestimmt ist, wenn man nicht vorbereitet ist. Man löst Panik und Chaos aus. Also wenn man eines im Krisenmanagement lernt, dass man 2 Dinge vermeiden muss, Panik und Chaos. Und genau diese Panik und dieses Chaos haben genau zum Gegenteil einer Viruseindämmung geführt. Sie haben dazu geführt, und das haben wir auch gehört, dass Zehntausende Urlauber von einer Stunde zur nächsten sich in Busse gesetzt haben, dicht gedrängt auch in Züge das Land verlassen haben. Und genau dieses Chaos hat gewirkt wie ein Brandbeschleuniger bei der Virusverbreitung in Europa. Das war die Folge einer nicht zuständigen, nicht vorbereiteten Pressekonferenz. Aber alles hat im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert, laut Sebastian Kurz. Diese Einschätzung teilt er im Übrigen in Österreich nur mit einem, das ist der Tiroler Gesundheitslandesrat Tilk. Auch der kam heute schon zur Sprache, weil der hat ja auch die Meinung vertreten, in einem legendären ZIP2-Interview alles richtig gemacht zu haben. Man kann annehmen, dass Sie zumindest in dieser Frage sehr gut abgestimmt sind. Ob mich das fröhlich stimmt? Nein, sehr geehrte Damen und Herren. Weil die bisher... Die bisher bekannten Fakten und der Bericht dieser unabhängigen Kommission zeigen ein völlig anderes Bild. Sie zeichnen ein Bild des Multiorganversagens. Sie zeichnen ein Bild des Brechens aller Regeln des Krisenmanagements. Das ist der Sukkus des Berichts der unabhängigen Tiroler Expertenkommission. Und ich bin dankbar und froh, dass diese Kommission auch auf Druck und Initiative
der SPÖ Tirol letztlich zustande gekommen ist und hier vieles ans Tageslicht gebracht hat. Genau. Diese Kommission, und das wissen wir heute, und das war der Auftrag, hat unter erheblichem Zeitdruck gearbeitet, und umso bemerkenswerter, wie umfangreich, wie umfassend und gut dieser Bericht am Ende geworden ist. Aber eines ist klar, es konnte nicht alles aufgearbeitet werden. Da wurden viele offene Fragen auch aufgeworfen, die es in den nächsten Wochen und Monaten noch zu beantworten gilt. Und deswegen finde ich die heute dringliche Anfrage einen wichtigen weiteren Schritt am Weg einer notwendigen parlamentarischen Aufklärung. Weil diese Aufklärung, sehr geehrte Damen und Herren, die ist deswegen notwendig, weil es wichtig ist, aus Fehlern zu lernen. So schnell wie möglich und so rasch wie möglich zu lernen. Denn Ischgl, und das haben Sie schon gesagt, Herr Bundesminister, darf sich nicht wiederholen. Es ist wichtig, für die Bevölkerung, für uns als Parlament, aber vor allem für Sie auch als zuständige Behörde, zu wissen, warum eigentlich hier tagelang und verzögert erst gehandelt wurde. Warum wurde 8 Tage nicht entschieden? 8 Tage, eine lange Zeit, eine wertvolle Zeit. Warum hat die Regierung einfach nur zugesehen oder weggeschaut? Warum wurde 8 Tage lang Verantwortung herumgeschoben, abgeschoben, innerhalb der Bundesregierung, innerhalb des Landes Tirol? Denn bei einer Gesundheitskrise zählt jede Stunde, zählt jeder Tag. Das ist aber kein Corona-Spezifikum. Das ist nicht überraschend. Das ist nicht etwas, was neu für uns ist. Das hätte schon bekannt sein sollen. Und gerade wenn es um Infektionen geht, dann ist durch Zögern und Warten vor allem eines gefährlich, dass es zu einer unkontrollierten weiteren Ausbreitung kommt und dass aus einem Virus-Schneeball eine Corona-Lawine wird. Das ist es geworden in 8 Tagen, die sich über ganz Europa erfasst hat. Und jetzt, und lassen Sie mich zum Schluss kommen und zu einem ganz wichtigen Punkt, den ich und den wir als SPÖ seit März vehement einfordern, auch hier im Hohen Haus, das ist Verantwortung. Das ist zentrale Verantwortung. Im Kampf gegen eine Pandemie, die so eine Dimension hat, im Kampf gegen eine Gesundheitskrise, die eine Jahrhundertkrise ist. Ja, dieser Kampf kann nur erfolgreich sein mit einer klaren Verantwortung, mit einer zentralen Steuerung und einer zentralen Koordinierung. Ja, denn erst diese Klarheit ist Basis für eines, Herr Wöginger, für rasches Handeln und für rasches Entscheiden. Und genau das, dieses rasche Handeln, diese Entschlossenheit hat in Ischgl gefehlt. Genau das war der Fehler in Ischgl. Die fehlende Entscheidung, die fehlende Verantwortung. Und wenn Sie so wollen, ist Ischgl die Offenbarung der Verantwortungslosigkeit des Corona-Krisenmanagements unserer Republik. Wenn dieser Expertenbericht eines ermöglicht, dann die Chance, aus diesen Fehlern, die hier aufgezeigt wurden, zu lernen. Übernehmen Sie bitte diese Verantwortung, Herr Bundesminister, und da meine ich auch die restliche Bundesregierung. Vielen Dank.